Also, die Mission heißt die Gesetzlosen. Es ist noch nicht wirklich viel zur Story bei. Die Story startet erst später, richtig. Das ist jetzt erstmal noch so eine Art Trainingsmission. Wir können zum ersten Mal ein bisschen Basis bauen. Und müssen halt die Gegner platt machen, damit wir das Artefakt holen können. Erfolge gab es denn, glaube ich, für Geschwindigkeit, wenn man es unter 10 oder 15 Minuten schafft. Habe ich schon, dürfte trotzdem drin sein. Hab zwar von Terraner nicht so viel Ahnung, von den Hotkeys und alles. Werd mich trotzdem dran probieren. Bin ja normalerweise eher ein Protoss-Spieler. Und dann legen wir einfach mal los. Also, wir haben hier unsere WBFs, das sind die Arbeiter. Die schicken wir direkt mal in die Mineralien. Mineralien sind der wichtigste Rohstoff im Spiel. Neben Mineralien gibt es halt hier noch Gas. Wir brauchen viel mehr Space Marines, bevor wir den Liga-Außenposten angreifen können. Sie werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind, mit mehr WBFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. WBFs werden in der Kommandozentrale ausgebildet. Na, er erklärt doch noch ein bisschen. Könnten wir uns noch hier jetzt durchlesen? Aber ich baue einfach mal weiter WWFs. Sind die wichtigsten Einheiten. Die bauen Häuser, sammeln Rohstoffe. Sind halt so ein Allzweck-Scheiß. Können auch reparieren. Und was ich sagen wollte, wir haben hier noch Gas. Das können wir aber nicht einfach so abbauen. Da müssen wir erst eine Raffinerie aufbauen. Und wir haben jetzt hier oben unser Einheitenlimit erreicht. Wird uns schon angesagt, wir brauchen mehr Depots. Deswegen bauen wir jetzt einfach mal eins. Die Marines legen wir mal in Gruppe 2. Können wir über den Hotkey 2 aufrufen halt. Und wir gehen einfach mal mit denen ein bisschen gucken, was so abgeht. Haben hier einen Lioten, irgendein random Viech. Wir könnten sogar tot machen. Man sieht, es zerplatzt. Ein sehr, sehr brutales Spiel. Wir bauen noch ein Depot. Ja, wir bauen gleich mal 2. Bilden noch ein paar WWFs aus. Gas brauchen wir in der Mission nur für Sanitäter, die wir eben bekommen haben. Also ist nicht ganz so wichtig, wir werden nicht so viele WBFs daran schicken erstmal. Ist wichtiger, dass wir massenhaft Marines pumpen, damit wir die einfach überrennen können. Hier haben wir schon ein paar Gegner. Man sieht, er hat einen aufgewerteten Space Marine, der hat mehr Leben, macht ein bisschen mehr Schaden. Aber wir killen die einfach mal. Okay, da hat der Angriffsbefehl jetzt nicht richtig funktioniert, aber egal. Hier gibt es neue Mineralien. Die Kisten geben immer 100, wie man sieht. Ist ganz nett, die zu sammeln. Gucken, Space Marine Hotkeys A. Wenn wir gleich mal merken, die werden sehr wichtig. Wir bauen noch eine zweite Kaserne. Für den Erfolg muss man das machen. Man muss ordentlich schnell Einheiten pumpen. Ja. Ich werde versuchen, ob ich es auch wieder in den 10, glaube ich, waren 10 Minuten schaffe. Stell die schon mal hier vorne hin. Von hier könnten Angriffe kommen. Wir sehen, die Brücke ist kaputt, da passiert schon mal nichts, also kann es nur von hier unten kommen. Da kommt gerade eine große Herde angerannt. Wir knallen die mal weg. Gut, das hält uns die Liga vom Hals. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Tychus. Wir werden sie auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. Ja, wir haben hier unten noch ein anderes Lager. Das sollen wir jetzt retten. Dazu müssen wir in den Kreis. Die werden jetzt angegriffen. Da kommt noch eine Menge, was auf uns losgeht. Ist aber nicht so schlimm, wir bekommen ja jetzt hier unten neue Einheiten. Noch schnell weiter Marines pumpen. Haben wir sogar ein paar Medics. Man sieht, die heilen. Haben ihren komischen Sind wir froh, euch Jungs zu sehen. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Willkommen an Bord, Jungs. Raynor's der Größte. Ja, und wir schicken jetzt einfach mal die Einheiten Dritte hier. der Liga in den Arsch. Die Liga kann zur Hölle fahren. In Ordnung. Kommt schon wieder welche? Man sieht, die Medics leisten sehr gute Arbeit, da kommt nichts durch. Erst wenn wir die Basis wirklich angreifen, dann könnten wir ordentlich Verluste bekommen, weil der Gegner schon Fahrzeuge hat, die wir gar nicht erst bauen können. Ziemlich fiese Sache. Er hat sogar die Anti-Infanterie-Fahrzeuge. Die mag ich ja noch weniger. Die haben ihren komischen Flammenstrahl, damit rutzen die ordentlich was weg. Ja, und dann geht es jetzt eigentlich nur noch darum, erstmal ordentlich Truppen zu pumpen.
Wir pumpen aus zwei Kasernen Marines aus einer Sanitäter, weil hier haben wir ein Tesla-Labor dran. Könnten wir hier auch bauen. Kostet nicht viel, aber dauert halt ein bisschen Zeit. Die haben wir nicht. Wir wollen es schnell schaffen. Ja, und da die Gegner nur von hier angreifen können. Die bösen Jungs sind da runter. Kümmere mich drum. Einfach alles schön hier sammeln. Die Mission ist nicht wirklich schwer. Die danach hat es aber schon in sich, gerade wenn man auf Erfolge spielt. Wer ich dann sagen, wenn wir da sind, der Erfolg hat es in sich, ist sehr, sehr schwer. Für mich jedenfalls. Wie gesagt, ich kenne mich mit Terraner nicht so aus. Hab den Erfolg probiert, bin gescheitert. War ziemlich erbärmlich, was ich da gemacht habe. Aber na gut. Weiter Einheiten sammeln. Wir brauchen, ja, was haben wir jetzt? Wir haben 16 Marines, ich würde sagen, bei 20 gehen wir los. Da kommen schon zwei. Ja, hier unten kommt auch noch einer. Da kommen noch zwei, dann sind wir bei 21. Das heißt, wir können mal reingehen. Und bei 6 Minuten Zeitanzeige habe ich an. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Ist auch noch sehr einfach alles. Kann sich übrigens anzeigen lassen, wie lange so ein Mineralienfeld hält. Zum Beispiel hier haben wir noch 1088. WWF baut immer 5 ab. Der Gegner prallt derweil unseren Einheiten ab. Ja, beim Gas baut der WWF immer nur 4 ab. Kann man maximal 3 Einheiten pro Vorkommen haben. Alles andere wäre Verschwendung. Da sehen wir schon die angesprochenen Fahrzeuge. Das sind sogenannte Hellions mit ihrem Flammenstrahl. Die sind sehr, sehr stark gegen Infanterie. Gerade gegen Massen, weil die mehrere Einheiten treffen. Aber gegen Fahrzeuge sehr nutzlos. Hier haben wir im Bunker. Da sind Einheiten drinne. Die können von da aus schießen. Wir können sie aber nicht treffen. Wir müssen erst den Bunker zerstören. Das ist eine, ja, der Spezialitäten der Terraner. Die können sich gut einbauen. Aber wir machen das Ding mal platt. Diesen Bunker auszuräuchern war saubere Arbeit, Jimmy. Deine Jungs, gepaart mit meinen Fähigkeiten, unschlagbar. Also wir haben sogar an dem Bunker eine Einheit verloren, obwohl wir so viele Sanis haben. Das spricht schon mal für den Bunker. Man sieht, der Gegner setzt uns ordentlich was entgegen. Das liegt daran, dass wir schwer spielen. Auf normal ist es Pillepalle. Da rennt man einfach durch. Baut jetzt sogar Einheiten nach. Bringt ihm aber nicht mehr viel. Die Base ist eh schon down. MG feuert wirklich sehr laut. Weiß nicht, ob man mich überhaupt hört, wenn die ganze Zeit ballern. Ich hoffe einfach mal. Und ja, wenn die Base kaputt ist, haben wir die Mission geschafft. Und dann geht's mit was Anspruchsvollerem weiter. Er baut noch einen WWF, der bringt ihm nicht mehr viel. Er hat nur noch die Kaserne übrig. Die geht jetzt down und damit haben wir gewonnen. Sicherheitssystem zur Überbrückung. Krankontrolle übernommen. Sehr schön. Dann lasst uns das Ding mal an Land ziehen und dann nichts wie weg hier. Ja, Mission geschafft, wie wir sehen. Wir haben 71 Einheiten gekillt, haben selber nur 8 verloren. Wir haben alle Ressourcenlager gefunden, dafür gab es einen Erfolg. Sammeln sie auf dem Schwierigkeitsgrad normal, alle Gasen Mineralcontainer. Denn den normalen Erfolg für alle Missionsziele erfüllt. Den habe ich, glaube ich, schon in jeder Mission. Ist auch nicht so sonderlich schwer. Dann haben wir hier noch die Missionen unter 10 Minuten abschließen. Das haben wir jetzt ganz knapp geschafft. Ich weiß nicht, ob...